Weil sie gedacht haben, sie haben mal, weil wir haben wissen, mal eine Füße schwache, macht. Wir haben mal eine schwache Stelle gefunden, wo ich mich zurückgelehnt habe, wo ich gesagt habe, ich bin im Safe Space, ja, brauche mich nicht verteidigen. Und dann kamen sie mit ihren Füßen, dann haben sie mir ins Gesicht gedrückt und gesagt, liebe es, Niklas, ich hasse Füße. Aber nein, leck sie ab. Jetzt muss ich aber mal fragen, Niklas, wie kann man denn beim Mario Kart Spielen davon ausgehen, in einem Safe Space zu sein? Echt wahr. Und vor allem, wie kann man in Gegenwart von Hide davon ausgehen, in einem Safe Space zu sein? Der haut doch immer auf einen drauf. Hide hat die in Rücken-Moves immer gemacht. Was? In den Rücken. So was? Nett und dann so zack, zack, zack. Aber nicht das Safe Space ist ja von Füßen getreten zu werden, oder? Naja, fragt euch alle. Hauptsache Füße. Aber Hide ist doch eh der böseste Mensch von uns allen. Also, das ist ja schon lange festgestellt worden. Ja, das ist ja das Problem. Das ist nicht so. Ja, also Niklas macht euch aber nur schlimmer. Niklas hat gerade auf gar keinen Fall fuckt euch alle gesagt, sondern fragt euch alle. Nämlich natürlich, was Keanu von der Gruppe möchte. Und damit herzlich willkommen bei Supers Folge 105. Beim letzten Mal ist die Gruppe angekommen bei Keanu auf dem Rücken von riesigen Adlern, außer Jack und Lil Justice, die vorher schon hingeworbt sind, um dann auf riesigen Adlern zur Gruppe zu fliegen und dann auch nochmal auf riesigen Adlern zu landen, damit sie alle das Erlebnis mal haben. Und ja, er hat sie in Empfang genommen. Vorher hatte der Dudley noch erlauscht, dass Keanu mit irgendwem gesprochen hat. Vorher konnte aber die Gesprächsfetzen nur so halb aufnehmen. Und ja, sie sind dann hinuntergegangen zu einer kleinen Felsterrasse an dem Schlangenberg, auf dem sie sich da befinden, mit einem schönen Ausblick auf die Landschaft. Und ihm wurde von einem riesigen Adler eine Obstplatte, war es glaube ich, geliefert, die sie dann auch noch bei sich hatten. Und nun sitzen sie da also mit Keanu und Liseli, der Schlangendame, und sind bereit, Gespräche aufzunehmen. Und ja, da machen wir jetzt gleich weiter und dann würde ich sagen, können wir losnehmen. So. Intro! Intro! Ich muss mich daran noch gewöhnen, dass ich Intro sagen soll, weil früher ging es einfach immer nach, wir können jetzt loslegen, kam das Intro. Und jetzt kommt immer noch Intro. Warum sollst du es sagen? Naja, weil das irgendwie haben wir vor ein paar Folgen habt ihr entschieden, dass irgendwann immer Intro kommt und dann läuft das Intro. Ja, aber wenn wir das sagen, reicht das doch, dann musst du das doch gar nicht sagen. Ja, oder dass irgendwer von uns sagen muss. Und außerdem kommt das Intro erst jetzt. So. Intro frei. Ich notiere mir Folge 105 Special-Schnitt.
Ich sehe schon den Zukunfts-Erik, wie er da sitzt. Okay, ich habe das Intro reingeschnitten und dann kommt Max. Und jetzt kommt das Intro. Nee, was ich wahrscheinlich machen werde, ist, dass das Intro so mehr bei jedem Intro so kurz angeht und dann wieder ausgeht und erst dann am Ende ganz spät. Erst über die ganze Folge. Sagen, fängt ganz kurz das Intro an. Über die ganze Folge. Ines war egal, das ist erst das Intro. Jedes Mal, wenn wir Intro sagen, spielst du kurz das Intro ab. Ich finde das völlig okay. Ja. Oh no. Intro. Ach Gott, erste Folgen, sie sind großartig. Die sind die Besten. Ja. Quält ihr das noch ein? Quält ihr das noch ein? Das ist unsere 105. erste Folge. Yay! Ja. So. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr. Happy Hanukkah. Frohes Halloween oder so. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Gut. Ja. Intro. Also, ihr... No. Ich sehe schon, es ist eine solche Folge. Ja. Ja, also ihr kommt da an, habt alle Platz genommen, euch wurde eine Obstplatte, eine sehr üppige, geliefert und ja, ihr wart recht beeindruckt davon, dass der Adler die da so präzise absetzen konnte auf dem Felsvorsprung und dafür sorgen, dass nichts runterfällt. Und ja, Keanu setzt sich auch und Nisedi neben ihn und er sagt, bitte, bedienen Sie sich doch. Ich hoffe, unsere kleine, feine Auswahl wird Ihnen gefallen. Und ihr seht wirklich, also die scheinen hier alles an Obstsorten zu haben, was unsere Welt nur so hergibt. Also es wurde wirklich eine riesige Platte mit allen möglichen exotischen Früchten und so weiter kredenzt. Und ja, auch einiges davon, was vielleicht einige von euch noch nicht gesehen haben, irgendwie vielleicht selbst gezüchtete Früchte oder so. Also jedenfalls sieht es sehr schmackhaft aus, das Ganze. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich bediene mich mal. Und dann würde ich von allem immer mal sowas was nebenbei essen. Nun, ich möchte gar nicht um den heißen Brei lang herumreden, warum ich sie herbitten wollte und das Ganze nicht in der Kathedrale besprechen. Sie haben vielleicht schon mitbekommen vor Ort, dass zwischen der Countess of Roses und mir eine recht eisige Stimmung herrscht und es einige Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich wende mich nur sehr ungern an Sie, aber ich brauche für diese Sache jemanden, der nicht in direkter Gefolgschaft von Afrika steht. Das Problem ist, dass die Countess in letzter Zeit oder schon seit einigen Jahren angefangen hat, große Landstriche in ihrem Einflussbereich zu mechanisieren und dort alles pflanzliche und tierische Leben Stück für Stück zurückzutreiben oder auszulöschen und es durch eine Wüste aus Gold und Robotern zu ersetzen. Und ein das Mortimer von Pistenbrook wäre begeistert. Möglich. Und ich kann das natürlich nicht gutheißen, aber solange sie das nur in ihren Ländereien macht, kann ich dagegen wenig unternehmen. Neuerdings hat sie allerdings auch angefangen, das Pflanzen- und Tierleben in anderen Regionen zu mechanisieren und ich befürchte sehr, dass sie es demnächst auch auf unsere Heimat hier abgesehen haben könnte. Denn auch wenn wir Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, dass wir nicht so leicht gefunden werden, so gehe ich doch davon aus, dass in unserer modernen Superheldenwelt unser Aufenthaltsort wahrscheinlich nicht so geheim ist, wie wir das gerne hätten. Und meine Bitte wäre natürlich so gesehen recht einfach. Vielleicht
können Sie, wenn Sie sowieso vorhaben, sie noch aufzusuchen, ihr ein wenig auf den Zahn fühlen, was genau eigentlich Ihre Pläne sind, wo sie hin möchte mit der ganzen Sache und der vielleicht nicht so einfache Part wäre, dass ich Sie bitten würde, dass Sie im Fall der Fälle im Zweifel auf unserer Seite stehen könnten. Falls sie etwas derartiges vorhat. Gibt es da nicht irgendwie sowas wie Regeln, dass sie das gar nicht weiter machen darf? Also ist das dein Gebiet und ist ihr Gebiet? Oder ist das so, jeder macht, was er will? Oder wie ist das? Also so vom eurem Gesetz jetzt hier so in Afrika. Nun, in Afrika gilt leider größtenteils das Gesetz des Geldes und das Gesetz des Stärkeren und Einflussreicheren. Ich habe mich in der Vergangenheit natürlich auch schon an den Count gewendet und nun, Sie merken vielleicht, dass ich im Umgang mit Menschen auch nicht der allerbewandertste bin und vielleicht andere ihm da besser ins Ohr flüstern können als ich. Und er hat im Prinzip gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass sie Grenzüberschreitungen begehen würde und dass das nur ein kleiner Twist zwischen einflussreichen Menschen wäre und wir das doch bestimmt alles klären könnten, ohne Probleme. Eine kurze Frage. Haben Sie denn mit ihr persönlich schon mal gesprochen oder so, wie Ihre Pläne sind oder ob man sich da vielleicht einigen kann? Gab es da schon mal Gespräche? Weil per se ist ja mechanische Sachen jetzt nicht unbedingt immer das Schlechteste, wird bei so mein Mechanikusgürtel so nach hinten drehen, so den ganzen Werkzeugen, dass man es vielleicht nicht so sieht, so ein bisschen beiseite. Und er bemerkt das auch so ein Stück weit und sagt auch, Mechanikus, verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Fortschritt und den Einsatz von Technologien. Nur sie hat in den Gesprächen, den wenigen und kurzen, die ich mit ihr geführt habe, immer durchblicken lassen, dass für sie der einzig richtige Weg der Weg des Goldes und des Wohlstandes ist. Seit den Vorfällen mit The Blessing scheint sie völlig darauf fokussiert zu sein, dass diese Gottheit ja Reichtum für unser Land gehabt hat. Im Sinn gehabt hat und dass sie jetzt das Werk dieser Gottheit weiter fortführt, indem sie anfängt, einfach ganze Landstriche in Gold zu hüllen. Und also, sie ist wenig bereit, davon abzurücken. Also sie hüllt die einfach nur in Gold oder macht sie irgendwas fort, also baut sie irgendwelche Gebäude oder sie haben ja irgendwas von Robotern irgendwie erzählt, also macht jetzt irgendeinen Fortschritt oder ist sie wirklich einfach nur mit dem Pinsel und streicht alles Gold an? Oder wie? Nun, sie, also in ihrem Regierungsbereich ist ja Neo-Kapstadt die große Metropole. Dort sorgt sie auch dafür, dass es Fortschritt gibt. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie auch dort viele Arbeitskräfte und viele Sachen durch Roboter abgelöst hat. Aber ich denke, das ist leider ein Prozess, der in Zukunft immer weitergehen wird, nicht nur hier. Ansonsten hat sie ihre große Villa einige Kilometer vor der Stadt und diese ist, Sie werden es ja dann sehen, ein einziges Monument des protzigen Reichtums von uns Menschen. Sie besteht komplett aus Gold, um sie herum ist die ganze Wüste und die ganze Natur in eine metallerne Oberfläche gehüllt und sie bestreicht nicht einfach alles nur golden, sie hüllt es in Edelmetall. Also sie nimmt einen Baum und macht Goldplatten dran, sozusagen. Also sie baut sie nicht daran, Ich denke, dass das in irgendeiner Form ihre Superheldenkraft ist, dass sie Dinge einfach in Gold verwandeln kann oder sie damit ummanteln kann. Also so wie
diese griechische Mythologie hier, der Midas. Ich bin ehrlich gesagt nicht so bewandert darin, aber wenn Sie das sagen, dann sicherlich. Okay. Und dann macht sie einfach nur Gold und mehr passiert dann mit den goldenen Ebene nicht. Nicht wirklich. Also hier und da baut sie unseres Wissens nach in gewisse metallerne Pflanzen so eine Art Edelstein ein, der dann dafür sorgt, dass zumindest noch Sauerstoff generiert wird. Weil sie ja alle Natur, die das übernehmen könnte, knallhart auslöscht. Und wir sollen jetzt was genau erhoffen Sie sich von uns, dass wir hingehen und sagen, sie soll das nur in ihrem eigenen Land machen und bitte nicht woanders oder gar nicht mehr oder was erhoffen Sie sich? Naja, zunächst einmal, dass vielleicht eine unabhängige Partei wie die Ihre überhaupt erstmal herausfindet, ob sie damit einen Plan verfolgt und wenn möglich auch, ob sie von uns hier weiß und ob sie uns eventuell auch als Ziel auserkoren hat. Denn so wie ich ihr Vorgehen beurteile, müsste unser kleines Paradies hier ihr ein wahnsinniger Dorn im Auge sein. Dürfen wir ihr denn dann quasi sagen, wo sie sind? Oder weiß sie das schon? Wie weit dürfen wir da... Nun, wir hoffen, dass sie es nicht weiß, aber ich denke, in der Realität müssen wir davon ausgehen, dass sie es wahrscheinlich weiß. Also können wir über die Insel offen sprechen, ohne dass wir natürlich offen sagen, dass sie da sind, aber einfach sowas wie, wie finden sie denn die Insel XY oder so, oder den Wald, Dschungel? Was dürfen wir denn? Ich will ja nichts falsch. Also, du siehst richtig, wo er so Fragen zu zwischenmenschlichem Kontakt stellt, wie er so richtig so ein bisschen in sich zusammensackt und so. Nun, wie ich gesagt habe, ich bin nicht der Beste darin, feinfühlig die zwischenmenschliche Situation zu beurteilen. Ich hoffe deshalb auch, dass Leute unter ihnen sind, und so schätze ich das ein, die vielleicht das nötige Fingerspitzengefühl besitzen, um das ohne eine weitere Gefährdung für uns auszutarieren. Ich bin mir sicher, dass unser Monsieur Wellington das fantastisch hinbekommen wird. Richard hier, der ist Chef von einer ganz, ganz großen Firma, so. Der kann es bestimmt sehr, sehr gut. Der ist ein Finanzexperte und so weiter. Der kommt bestimmt gut Vertrag. Soziale Konflikte sind nicht mein Spezialgebiet. Aber du weißt doch, wie man so verhandelt und so weiter. Du bist doch oh, eine Wassermelone. Oh, stimmt, Wassermelone haben wir noch gar nicht probiert. Wie wäre es denn, wenn man irgendwie versucht, mit ihr einen Vertrag zu machen? Dann müsste man natürlich sagen, was jetzt dein Gebiet ist, Keanu, oder euer Gebiet hier. So vorsehen, sowas wie, sie darf dieses Gebiet nicht berühren, weil es halt dein Besitz ist oder so. Das kann man vielleicht mit der Unterschrift vom Count auch noch absegnen oder irgendwie sowas, dass sie halt, du bist dahin und nicht weiter. Wäre das nicht die einfachste Methode? Ja, Entschuldigung, aber wir müssen ja erstmal gucken, ob sie was überhaupt machen will. Also wir wissen es ja momentan nicht. Momentan ist es ja nur Vermutung. Ja, aber ich sag mal, das wäre einfach das Einfachste, einen Vertrag oder Signierung des Count zu machen, dass sie da nicht lang darf. Fertig. Dann kann sie ja. Dann darf sie ja eigentlich auch, wenn der Count dann ihr zustimmt, nicht einfach in dem Land irgendwas machen. Oder sehe ich das falsch irgendwie? Aber Doktor, wurde die Existenz von Verträgen nicht nach dem Tod von Liam Langley aufgehoben? Alle Verträge der Welt wurden aufgehoben. Ja, ohne Liam Langley. Er war der Gott der Verträge. Und jetzt, wo sie weg sind, hat er im Nachhinein die ultimative Macht erlangt. Wir müssen ihm huldigen, damit ein Vertrag wieder entstehen kann. Anwälte beten immer zu Liam Langley, bevor sie neue Verträge aufsetzen. Ja. Langley, segne diesen Vertrag, dass er nicht verschwindet. Sorry, aber die Vorlage war zu gut gerade. Nehme ich die Lore. Ist Kanon jetzt.
Und da es in Character gesagt wurde, guckt er dich ein bisschen irritiert an. Sagt, also zumindest hier in Afrika sind Verträge schon noch bindend, wenn sie ausgefüllt werden. Da siehst du, also Keanu, ich weiß nicht, aber wäre es nicht das Einfachste, wenn wir versuchen, mit der Countess zu reden und so einen Vertrag zu machen? Was hätten wir, dass wir ihr anbieten können, dass sie so einen Vertrag unterschreiben würde? Das müssten wir sie halt erstmal fragen, was sie gerne mag, ja. Naja, scheinbar Gold, aber das kann sie ja selber herstellen. Und den Goldpreis in den Keller treiben. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir drehen uns hier gerade in Hypothesen. Wir werden, so gehe ich von aus und schaue in die Runde, selbstverständlich mit die Contess reden. Und ja. Werden das auf jeden Fall herausfinden, was sie möchte. Und werden unser Bestes tun, ihre wunderschöne Insel sicher zu halten. Richtig, weil die Insel ist wirklich toll und das Essen ist lecker, die Adler. Oh, ich will die unbedingt nochmal genauer sehen, das ist total super. Also, Keanu, das ist ganz, ganz tolles. Nicht, das, ihr alle hier, Keanu und Lissedi, also das ist echt toll hier, was ihr gemacht habt. Vielen Dank. Und Sie können sich natürlich auch gerne noch hier ein wenig umschauen und uns einfach sagen, sobald Sie bereit sind. Und ich würde Ihnen dann Marina und die Adler zur Verfügung stellen, um sie schnellstmöglich zu ihrem Ziel zu bringen. Oh, das ist toll. Mit den Adlern zurück. Das finde ich super, ja. Kurze Frage. Wäre es vielleicht nicht besser, wenn wir dann irgendwo einen Zwischenstopp machen und in irgendwas Mechanisches einsteigen und vielleicht mit einem Hubschrauber oder Flugzeug dann bei ihr ankommen? Einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, wenn sie scheinbar Natur nicht so mag. Dass wir da vielleicht eher ein bisschen neutraler sind, den ersten Eindruck machen und nicht und so. Ich weiß nicht genau, ich kenne mich in Afrika nicht so gut aus. Müssten wir jetzt von euch direkt zu ihr hin? Ist das näher dran oder ist der Zwischenstopp zur Hauptstadt und dann zu ihr besser? Oder? Ich denke, wenn sie von hier direkt hinfliegen, wären sie in jedem Fall schneller. Haben Sie noch einen Helikopter irgendwo? Ich würde lieber mit den Adlern fliegen. Aber vielleicht können wir ja teils. Vielleicht mit den Adlern bis an die Grenze oder kurz darüber hinaus und dann vielleicht in einen Heli einsteigen. Das ist ja nur ein Vorschlag. Muss ja nicht sein. Das ist mir nur so in den Kopf gekommen. Oder gibt es die Möglichkeit, die anzurufen? Von wegen, wenn wir an der Grenze sind zu ihrem Land, dann können wir da mit den Adlern landen und sie dann kontaktieren. Hey, wir sind da, holen sie uns ab. Oder so. Das würde sicherlich auch gehen, aber ich könnte auch einen Helikopter organisieren. Ja, okay. Du kannst ja mit dem Adler im Helikopter fliegen. Geht das auch, dass ich mit einem Adler fliege und... Du bist zur Grenze. Sie können es auch gerne so machen, wie das Mechanikus gesagt hat, dass sie die Hälfte des Weges mit den Adlern fliegen und dann in einen Helikopter wechseln. Das finde ich gut. Denn es tut mir leid, dass ich mich so kryptisch ausdrücke, aber ihre Mühen sollen natürlich auch nicht umsonst sein. Wenn sie uns in dieser Sache helfen können, dann könnte ich Sie im Gegenzug mit einer sehr einflussreichen Persönlichkeit bekannt machen, die Ihnen Schutz, finanzielle Mittel und Wissen liefern könnte. Mehr kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Ja, gerade so kommt, dann sagt er so, übrigens, das ist der Witness, der ist unsere einflussreiche Persönlichkeit. Kennen wir schon, wir machen es nicht. Witness läuft in Badehose mit so einem Obstteller im Hintergrund lang. Nee, es ist Lamours Vater. Genau. Kennen wir auch schon. Nee, oder hier, von Richard, der Typ, sein Konkurrent. Wer ist da nochmal? Kanashi. Genau. Doch, der auch. Oh ja, ich will wieder mit ihm interagieren. Ja. Das kann warten. Also einfach so, das ist wirklich gut an. Nur falls es zu Verhandlungen kommt,
Haben Sie irgendwas ansonsten Wertvolles, was der Countess gefallen könnte, abgesehen vom Land, also an sich? Ich weiß nicht, irgendwelche Ressourcen oder so? Wie gesagt, sie hat sich bisher auf Gespräche nur sehr geringfügig eingelassen. Wenn sie herausfinden, was sie eventuell will, dann können wir dafür vielleicht sorgen, aber zumindest von außen betrachtet scheint sie alles zu haben, was eine Person wie sie zumindest sich nur wünschen kann. Haben wir eine Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren, schnell, über irgendwelche Möglichkeiten, falls was herausfällt? Weil irgendwas will immer jemand, weil wenn jemand nichts mehr will, dann macht der sicher. Ihr könnt ja nichts mehr. Die Nummer geben einfach hier und dann können sie anrufen oder so. Natürlich, natürlich. Und er sendet euch die Pager-Nummer. Schupp. Ja, gut. Danke sehr. Weil es wird ja immer irgendwas. Es wird ja immer irgendwas geben. Was jemand will. Weil ansonsten, wenn sie alles will, dann würde sie ja nichts mehr machen. Und sie macht ja irgendwas. Also wird es auch Verhandlungsmasse geben. Man muss halt nur gucken, wie wir das einsetzen können. Das, was Mechanikus sagt, genau. Nun, dann sehr gern. Und wie gesagt, wenn Sie sich noch ein wenig umschauen möchten hier in unserem Reich, dann nur zu. Geben Sie uns einfach Bescheid, sobald Sie aufbrechen möchten. Und wenn es okay ist, würde ich Monsieur Lamour und Dudley bitten, noch kurz bei mir zu bleiben. Ich hätte da noch ein, zwei Fragen. Natürlich. Vielleicht Prinzessin Lycedi. Lycedi war die Prinzessin, ne? Ja. Ja. Prinzessin Lycedi, vielleicht können Sie uns nochmal so ein paar, weiß ich so, Sightseeing, Leute, wollen wir vielleicht noch so eine Stunde oder so und dann brechen wir auf? Wie hört sich das an? Doktor, während Dudley und ich uns noch hier unterhalten, lass die Labore eingepackt, bitte. Okay. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht den Drachenzahn, aber ja, gut, okay. Das machen wir heute noch, versprochen. Das kriegen wir noch heute hin. Wendet sich der Doktor in Richtung Himmel, als ob er in eine Kamera schauen würde. Es geht weiter nach der Werbung. Ich weiß nicht, wie lange. Die Frage ist, ich muss ein bisschen gestehen, ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren durch das hier durch den Dschungel laufen. Dann ist es so dunkel, man kriegt die Sonne nicht so mit. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Zeit wir da vom Tag haben. Ja, ich sag mal so, euer ursprünglicher Plan, dass ihr morgens zu Keanu wolltet und dann nachmittags zu Countess, der ist mittlerweile halt eh schon gescheitert, dadurch, dass es zwischendurch den Absturz gab und das Gespräch und dann erst die Reise hierher und so weiter. Also ihr seid jetzt schon so am späten Nachmittag, an dem Tag, aber Diamond hatte ja auch gesagt, ist ja dann zurückgeflogen, hat ja auch gesagt, er wird darüber informieren, was da passiert ist, so. Also das heißt, die werden jetzt auch nicht überrascht sein, wenn ihr nicht, also Countess wird jetzt auch nicht überrascht sein, wenn ihr nicht am Nachmittag bei ihr steht, plötzlich. Also haben wir es bereits Nachmittag, wir sind ja. So 16 Uhr oder so. Ja. Okay. Wäre ja trotzdem kein Problem, da schnell hinzukommen. Ja. Also, oder Keanu, wie lange brauchen wir denn bis zur Countess von euch aus? 3 Sekunden. Hätten wir doch nur eine Taxi. Ja gut, okay, wir können natürlich das Jack-Taxi nehmen, das stimmt schon. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ich habe das jetzt aus deinen Augen rausgelesen, Professor, dass wir ungefähr 16 Uhr haben. Und ich werde. Doktor, aber ja. Achso, Doktor, Entschuldigung. Ich gucke dich immer an und sehe immer den lieben Professor vor mir. Es tut mir leid, Doktor. Das ist in Ordnung. Der Professor hat dich auch lieb, das weiß ich. Ja, gut. Okay. Aber ich habe so eine Kopfschmerz auf einmal wieder, als er sowas schreit. Töte ihn! Töte ihn! Wollen wir nicht einfach dann morgen früh da aufschlagen? Weil dann können wir vielleicht noch mal länger hier bleiben und dann da übernachten, hier übernachten und dann morgen früh hin. Und dann haben wir den ganzen Tag Zeit für sie und könnt uns vielleicht ein bisschen nach ihr richten, wie sie Zeit hat und nicht nur abends da aufschlagen und sagen, so, wir müssen jetzt irgendwas verhandeln und reden und man weiß gar nicht, wie sie Zeit hat und weil sie gar nicht drauf uns vorbereitet. Oder macht euch mir zu viel Gedanken. Was sagt ihr zu den anderen? Richard, was sagst du?
Also, ich denke, meinetwegen könnten wir auch noch eine Nacht hier bleiben und morgen frisch aufbrechen. Jack? Mir ist egal. Wie gesagt, wir könnten innerhalb von 3 Sekunden auch da sein. Justice? Solange die Contest Bescheid weiß, dass wir erst morgen in eine Erscheinung treten, können wir auch noch eine Nacht hier bleiben. Wenn die Wunderbar. Das möchte. Dann bleiben wir noch eine Nacht. Das finde ich toll. Ja. Dann, Keanu, können Sie vielleicht eine Nachricht an die Countess schicken, dass wir morgen früh direkt irgendwie bei ihr auftauchen oder so? Oder? Ich werde ihr eine Nachricht zukommen lassen, dass auch. Verzeihung, wenn es natürlich in Ordnung ist, dass wir noch eine Nacht hier bleiben, das hätten wir vielleicht zuerst fragen sollen. Das tut mir leid. Aber natürlich. Und ich werde ihr eine Nachricht zukommen lassen, dass ich aufgrund des verschobenen Zeitplans unsere Gäste noch einen Abend hier beherbergen werde. Dankeschön, das freut mich. Na gut, dann, Lissidi, kannst du vielleicht ein bisschen so ein bisschen Sightseeing oder ein bisschen was rumzeigen und so weiter, während noch Keanu mit Lamour und Dudley redet? Ja, na klar, das kann ich machen. Das freut mich schön. Dann würde der Doktor aufstehen und wenn Lissidi aufsteht und losgeht, würde er Lissidi hinterherlaufen. Da komm ich mit. Wird voll. Ich komm mit, ich will auch was sehen. Gut. Und dann machen sich die auf den Weg, kommen da alle mit, will irgendjemand noch was anderes machen, bevor, oder gehen alle mit der Gruppe mit, die nicht gebeten wurden zu bleiben, so. Och, wir gehen einfach mit. Nein. Lamour denkt sich auch so, ich gehe einfach unauffällig mit. Ach, ich soll bleiben, okay. Oh no. Ja, Richard wird mitkommen. Okay. Gut. Jack nickt auch. Alex, Max? Justice überlegt, ob er jetzt schon schlafen geht. No. Gut, und dann ziehen die erstmal ab und Keanu sitzt dann dort noch kurz mit mit Dudley und mit Lamour. Verzeiht bitte diese etwas merkwürdige Bitte meinerseits. Ich wollte noch kurz mit Ihnen reden. Und zwar, Sie wissen ja, dass ich mit Tieren kommunizieren kann. Und Dudley, ich finde es sehr faszinierend, ein Tier hier zu haben, das auch mit Menschen abseits von mir reden kann, ist. Und ich möchte einfach gerne mehr erfahren, ob das direkt am Tag der Götterdämmerung passiert ist oder ob du schon immer ein Gespür für die Gedanken der Menschen hattest. Ich bin einfach sehr interessiert daran, mehr zu erfahren. Das ist jetzt alles auch ein bisschen lange her, aber ich glaube, so wirklich bewusst wurde mir das alles erst an der Götterdämmerung. Natürlich habe ich hier und da so ein bisschen was verstanden, was Richard gesagt hat und so, aber ich habe es damals nicht so komplett erfassen können, weißt du? Ich verstehe, Und Lamour, erst einmal, ich entschuldige mich für mein, wie mir mittlerweile von Marina gesagt wurde, etwas merkwürdiges Verhalten in der Kathedrale, als Sie erinnern sich, als ich die Pflanzen hin und her geschoben habe und so weiter und so fort. Ich habe ihr die Situation geschildert und sie hat gesagt, dass man sich unauffälliger verhalten könnte. Und Ich möchte es ganz offen sagen, wir haben sie schon eine ganze Weile im Blick, denn nun nach der Einschätzung von Marina und auch von Nikesa, die sie ja auch schon kennengelernt haben, glauben sie zu wissen, dass sie eventuell mit Pflanzen kommunizieren können. Und ich
Ich frage es jetzt einfach sehr viel direkter, als ich es in der Kathedrale probiert habe, herauszufinden. Entspricht das der Wahrheit? Das entspricht der Wahrheit, ja. Und darf ich erfahren, in Ihrem Fall, wie es zu diesen Fähigkeiten kam? Ich befürchte, Sie enttäuschen zu müssen. Bei dieser Kraft war es nicht so, dass ich sie direkt nach die Götterdämmerung hatte. Wir waren auf einer Mission in Europa und Nordamerika und wir haben, um eine sehr lange Geschichte kurz zu halten, ich schätze, sie würde so 104 Folgen brauchen, um sie zu erzählen, aber wir haben eine Verbindung sozusagen zu die ursprünglichen Elden herstellen können und durch eine geglückte oder missglückte Experiment, ich bin mir bis heute nicht sicher, wie ich es sehen soll, habe ich die Fähigkeit bekommen, nicht nur mit Pflanzen zu reden, sondern sie auch bewegen lassen zu können und wachsen zu können. Und die Fähigkeit habe ich also erst seit ein paar Wochen. Das ist äußerst faszinierend, eine Superheldenkraft, die sich so aus dem Nichts quasi entwickelt hat. Verzeihen Sie, ich bin nur so fasziniert, weil ich bis vor kurzer Zeit dachte, dass ich der Einzige wäre, der in der Lage ist, mit nichtmenschlichen Wesen und Objekten zu reden, denn wie ich habe ja auch von der Existenz Ihres ehemaligen Kollegen Rupert Murphy erfahren, der mit Gegenständen kommunizieren konnte und plötzlich sehe ich mich damit konfrontiert, dass es noch weitere gibt, die Stimmen der Stimmlosen hören und das weckt mein Interesse. Als er das erwähnt, springe ich von meinem Stuhl auf. Oh nein, ich habe es wieder vergessen. Entschuldigung. Die gute Nachricht, da ist kein Stuhl. Ach, ich hatte gesagt, da ist einfach nur Fels-Terrasse zu sitzen. Aber was ist, wenn die Felsen auch reden können? Wenn wir irgendwann miteinander mit Felsen sind reden. Sind Felsen kann? Ein Alltagsgegenstand? Das wirkt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber wenn Sie unseren ehemaligen Kollegen kennen, dann Stein, ich hoffe, es war okay, dass wir auf dir gesessen haben. Ist ein Stein ein... Dudley, würdest du einen Stein als einen Alltagsgegenstand bezeichnen? Ich weiß nicht, ein Stein ist ein Stein. Eine philosophische Antwort. Denk da mal drüber nach. Rico stays Rico. Entschuldigung, Keanu, wir hatten eine ehemalige Kollege, Rupert, der sehr talentiert war darin, mit Gegenständen zu reden. Er hatte einen Löffel bei sich, Bob hat er ihn genannt, und er hat, glaube ich, auch später einen Elm kennengelernt. Lange Geschichte, aber ja, auch er hatte die Fähigkeit, mit Gegenständen zu reden. Faszinierend. Und wenn ich fragen darf, ich habe das Ganze ja nur über die öffentlichen Kanäle mitbekommen und selbst dann in unserer Abgeschiedenheit hier nur am Rande. Ich habe mitbekommen, dass Ihnen Ihr Arbeitgeber, die ESG, in aller Öffentlichkeit zum Verräter ausgerufen hat und ihn
Injustice getauft hat, ist das aus ihrer Sicht gerechtfertigt? Ich kenne ja ihre Geschichte nicht so gut. Das ist ganz und gar nicht gerechtfertigt. Um es in die philosophische Worte von Dudley zu sagen, manchmal ist ein Stein nur ein Stein, aber manchmal ist er auch mehr als das, was er zu sein scheint. Und er überlegt kurz. Ich glaube, ich verstehe. Echt? Ich versuche gerade alles zu lernen, was es zu lernen gibt über die Sachen. Also Sie meinen, Sie haben von Herrn Murphy gelernt, dass wenn ich mich irgendwo setze oder etwas nutze in der Umgebung, dass ich dann um Erlaubnis fragen muss? Das, was wir von Rupert gelernt haben, ist, dass es immer wichtig ist, um ein Einverständnis zu bitten, um sicherzugehen, dass beide Seiten auch damit einverstanden sind. Was es schwierig macht, wenn man selbst nicht die Antwort hören kann. Steinfalls. Aber in der Regel mögen es Gegenstände für das benutzt zu werden, wofür sie gedacht sind. Da hat Dudley recht. Nun, das verkompliziert definitiv einiges. Dieselbe Frage habe ich mir auch gerade gestellt, was mache ich denn, wenn ich das Gegenüber nicht verstehe? Also das ist ja dann für mich noch schlimmer, als wenn ich mit Menschen kommunizieren muss. Nichts für ungut, Monsieur Lamour. Dann bekomme ich ja gar keine Antwort auf meine Frage. Und dann macht es das doch vielleicht noch schlimmer, wenn die Antwort Nein ist und ich dann trotzdem das benutze, was ich benutze. Es ist in der Tat etwas schwierig. Und verzeihen Sie mir deswegen auch, falls ich nichts von Ihrem vorzüglich aussehenden Obstteller gegessen habe, aber ich bin mir nicht über die moralischen Implikationen im Klaren, was es ist. Und ich weiß, das kam schon mal auf in der Vergangenheit, aber jetzt muss er fragen. Und er guckt sehr entgeistert. Bedeutet das dann jetzt im Umkehrschluss, dass Sie nur noch Fleisch essen? Weil Sie mit Pflanzen kommunizieren können? Ich esse nicht. Manche Leute würden das machen, aber Lamour findet es gut, wenn das, was er isst, vorher geweint hat. Ich ernähre mich nur noch von Jean. Ich frage die Essen vorher, glaube ich. Ich weiß es doch auch nicht. Oder sie hat halt, als der Doktor gestern die ganze Zeit die schreit, in der Erdbeere und Wassermelonen und. Deswegen trinkt Lamour immer so viel, damit er einfach betrunken ist, damit er essen kann. Gin ist ja auch nicht einfach nur Wasser, sondern. Gin ist tot. Gin ist tot. Ja, aber wir hatten, glaube ich, auch irgendwann mal geklärt in einer der vielen, vielen Kommentarfolgen oder so, dass gepflücktes Obst oder schon abgeschnittenes Gemüse tot ist und nicht mehr schreien kann. Ein kurzes Gespräch und Keanu und Lamour kommen total traumatisiert wieder zurück. Beide haben sich zerstört. Man kann sich vielleicht nochmal so festhalten, dass das Obst Teile der Pflanze sind, von denen es abgerissen wurde, und das ist so mehr störend, weil, ne, und deshalb wird es abgemacht und die freuen sich auch darüber, wenn es ab ist, und deshalb kann man die Früchte essen. Die Früchte an sich sind nicht, haben an sich kein Bewusstsein. Früchte sind störend? Ja. Das Obst sind die Kinder der Bäume. Ich wollte gerade sagen, eigentlich... Nee, das sind die Samen der Bäume. Da sind die Samen ja drin. Die wollen ja, dass das gegessen wird, damit der Samen verbreitet wird. Also theoretisch... Lamour, die meiste Liebe auch für Bäume und Pflanzen. Ich verteile die Baumsamen. Du, du,
also theoretisch bist du ja sozusagen, wenn du Obst ist der Träger für die Pflanze. Also bist du ja sozusagen schwanger mit der Pflanze und so weiter. Das ja, stimmt, das stimmt. Als einzige, eigentlich dürfte Lamour nur nicht mehr auf die normale Toilette gehen und müsste immer draußen irgendwo in die Büsche sich genau. hocken. Aber ansonsten stimmt das absolut von der Lore her. Also würde Sinn ergeben. Moralisch wäre es absolut vertretbar. Hide soll sich das aber nicht bildlich vorstellen. Gut spät. No. Freddy Montana wird jetzt auch traumatisiert. Ich finde, wir haben es gerettet. Ich finde, wir haben es gerettet. So. Können wir das Intro nochmal abspielen? Intro! Aber in doppelter Geschwindigkeit. No. Hauptsache, Erik muss noch mehr schneiden. Noch mehr schneiden. Outro. Ja, Max, mach mal ein dann Outro musst jetzt. Du musst da ein Outro machen. Ich habe Intro gemeint. Nein, aber musst du Outro, musst du einfach das Intro rückwärts abspielen. Ja. Oh Mann! Sie sehen, Keanu, es ist eine. Für mich ist die zwischenmenschliche Kommunikation sehr viel einfacher als die Grauzone. Zwischenpflanzlichste? Zwischenpflanzliche. Es ist schwierig, aber. No. Ich verstehe absolut, was Sie meinen, und ich wollte Sie deshalb hier behalten, und vielleicht kann ja Dudley auch beurteilen, ob das eine gute Idee wäre, weil ich Ihnen Lamour gern anbieten würde, dass, wenn Sie Ihre Arbeit für die ESG abgeschlossen haben oder entschieden haben, dass Sie irgendwann nach neuen Aufgaben suchen, dass ich sie sehr gern hier in meine Dienste nehmen würde und ihnen hier ein Leben anbieten wollen würde, denn wir können, denke ich, die Lage hier noch weiter zum Besseren für alle Bewohner dieser Insel bringen, denn ich kann mit den Tieren kommunizieren und mich auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einstellen und das an meine Leute weitergeben. Wir haben Nesedi und Nekasa, die generell das Wachstum und das Gleichgewicht hier auf der Insel im Blick behalten, sowohl für die Tier- und Pflanzenwelt. Wir haben Marina, die sich mit Tieren gut auskennt. Was uns fehlt bei all unserer Expertise, ist jemand, der für uns die Bedürfnisse und Interessen der Pflanzenwelt verstehen und an uns weitertragen könnte. Ich. John unterstützt dieses Angebot. Ich höre eine Stimme. Ich sage gerade wörtlich draußen vom Fenster. Ja. Kommt plötzlich aus allen euren Pagern. John unterstützt dieses Angebot, was? Was so ein Spam, es kommt einfach automatisch alle Stunde. Das wäre aber ein riskantes Spiel. Oh, ja. Nee, das ist zufällig. Das ist aber zufällig, ja. Ob da kommt, unterstützt oder unterstützt es nicht. Ich fühle mich sehr geehrt von dem Angebot, Keanu. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich schon bereit wäre für eine ruhige Leben. Huh? Auf die andere Seite, ich meine, es wäre nicht die Caipirinha an die Strand von Rio de Janeiro, aber Dankeschön, ich werde definitiv darüber nachdenken. Natürlich, es muss ja auch nicht gleich in den nächsten Wochen sein. Ich wollte es Ihnen nur perspektivisch in Aussicht stellen und
Natürlich wäre mein absolutes Wunschszenario, dass, sofern er noch lebt, man vielleicht eines Tages sogar einen Rupert Murphy ausfindig machen könnte, um alle Stimmen, die diese Welt zu bieten hat, zu hören. Und dass Sie, L'Amour, mit Menschen besser können als ich, das wäre natürlich auch noch hilfreich. Richtige Sekte, ey. Ja. Es ist eine Sekte, wenn die Stimme von allen gehört werden soll. Niklas, möchtest du dazu was sagen? So, da was kommen ist denn die Demokraten wieder durch. Oh boy. Also man Alter, muss aber sagen, so rein aus L'Amour-Sicht wäre das doch eigentlich super, oder? Weil, also seien wir mal ganz ehrlich, so in Kämpfen, auch wenn er jetzt ein bisschen was machen kann, eigentlich ist er mehr so, der damit will ich nichts zu tun haben. Ein friedliches Leben als Supergärtner. Ja, und so die... Der Supergärtner! Der Supergärtner. Da darf nur kein Mord passieren, ansonsten ist alles gut. Der Supergärtner. Könnte so eine Kabel 1 Doku oder irgendwie sowas sein in der Serie. Die Supergärtner, ab ins Beet. Genau. Ab ins Beet. Ab durch die Hecke. Dann darfst du aber auch nur über den Zaun immer nur so gucken bis hierhin. Wenn man nur die ganze Zeit in deine Augen sieht. Hallo Nachbar. Da kommt Murphy von der anderen Seite an und sagt so, nicht so nah an den Zaun, das mag der Zaun nicht. Gott. Der Zaun ist introvertiert. Das stürzt einfach alles ins komplette Chaos. Intro? Introvertiert. Spannend. Tschüss. Da kommt der Hammer des Outros. Go. Ich glaube aber, dass wenn sie ihn finden, dass Rupert Murphy da sehr gut helfen könnte. Ob ich mich in die Rolle sehe, dass wird sich vielleicht zeigen. Sehr wohl. Und ich möchte Sie jetzt gar nicht länger aufhalten, aber wenn Sie noch ein paar Minuten hätten, dann würde ich Ihnen gern noch jemanden vorstellen. Sehr gerne. Nur eine kleine Frage. Die Doktor ist jetzt schon 10 Minuten weg und haben Sie, nur falls rein hypothetisch eine Explosion, haben Sie Hilfe hier, falls... Haben Sie eine Feuerwehr? Haben Sie eine Feuerwehr? Hoffentlich. Wir haben Maßnahmen, um Feuer und Brände einzudämmen, ja. Nichts gegen die Doktor. Er ist eine gute Seele mit einem Hang zum Experimentieren und mit Mechanikus zusammen, ja, ab und zu die Experimente. Wenn sie. Es wird hoffentlich gut gehen. Aber sie stellen manchmal die experimentellen Erkenntnisse über die Wohl von Menschen oder Pflanzen Inseln oder Stöcken. Nun, wir... toll, jetzt werden wir dauerhaft überwachen. Zu Recht. Frechheit. Was heißt denn hier jetzt? No. John weiß immer, was ihr tut. Wir hätten Notfallmaßnahmen parat, ja. Aber ich hoffe, dass niemand zu Schaden kommen wird. Bisher... Nur sie selbst. Ja, außer das eine Mal, aber nein, bisher ist es ganz gut gegangen, aber manchmal können sie etwas enthusiastisch sein. Weißt du nicht, was ihr habt? Wir haben eine komplett leere Inselluft gesprengt in irgendeiner anderen Dimension, das ist doch... Sie hatte nicht zufälligerweise noch eine zweite Insel hier irgendwo.
Reserveinsel. Es gibt andere Inseln, aber die derart zu kultivieren wie die unsere würde lange dauern. Nein, es wird alles gut gehen. Jack ist da, der wird aufpassen. Er haut einfach ab, ohne irgendwas. Nun, es wird schon alles gut gehen. Bevor wir jetzt aufbrechen, und er tippt auf seinen Pager rum, schickt dir noch seine privaten Kontaktdaten sozusagen, also einen privaten Kontaktkanal, ähnlich wie ihn zum Beispiel Neil Justice auch mit seinem Bruder hat, also einen gesicherten Kanal, der direkt eine direkte Linie hat. Wie gesagt, das ist mein Kontakt für diejenigen, mit denen ich hoffe, eine Zukunft aufzubauen für alle, deren Stimme im Moment noch nicht gehört wird. Ich fühle mich sehr geehrt, danke. Nun dann lassen Sie uns gehen. Er zeigt in Richtung wieder des Eingangs, mit des Schlangenmauls zu sagen, wo ihr am Anfang gelandet seid. Und macht sich dahin auf den Weg. Keanu, darf ich dich vielleicht auch was fragen? Aber natürlich, Dudley, Entschuldigung. Bevor wir angekommen sind, hast du mit jemandem gesprochen. Wer war das denn? Das ist die Person, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Oh? Ich... Oh, da bin ich gespannt. Und auch die Person, von der ich vorhin sprach, dass ich sie der ganzen Gruppe vorstellen könnte, wenn es um finanzielle Mittel, Schutz und Ähnliches geht. Aber ich spüre bei Ihnen beiden eine besondere Verbindung und eine Vertrautheit. Und deswegen wollte ich mich erstmal nur Ihnen anvertrauen und noch nicht der ganzen Gruppe. Oh, ich hab dich auch sehr gern, Keanu. Es sei denn, ich verlasse mich da auf das Urteil von Ihnen beiden. Es sei denn, Sie sagen, Sie vertrauen dieser Gruppe zu 100% und haben keine Bedenken, wenn ich Sie jetzt schon ins Vertrauen ziehe. Dudley, was sagst du denn? Ich bin schon ein bisschen gespannt. Ich möchte Sie kennenlernen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu zweit und schauen dann. Okay. Nun gut, dann folgen Sie mir bitte. Und er läuft los wieder den Pfad lang. Und währenddessen bei euch anderen, könnt ihr mir sagen, falls ihr irgendwas Besonderes vorhabt, aber es ist im Prinzip, ja, Liseli, ihr seid eine ganze Weile erstmal unterwegs, weil sie euch wirklich diesen ganzen Pfad, der sich um den Berg schlängelt, nach unten führt. Und ihr seht halt, dass das Gebiet sehr, sehr, sehr weitläufig ist. Und aber quasi überall, wo sie euch langführt und erzählt, mit welchen agrarwissenschaftlichen Erkenntnissen sie hier arbeiten und so weiter und so fort. Dass es halt wirklich, ja, auch innerhalb dieser Insel mehrere Vegetations- und Flora- und Faunazonen sozusagen zu geben scheint, sodass sie halt irgendwie so ein bisschen versuchen, hier auf dieser Insel möglichst vielen Lebensformen einen Wohnraum zu bieten. Es gibt jetzt natürlich nichts, auch wenn in der Welt von Superst ja auch die Vegetation so ein bisschen anders funktioniert. Aber es gibt ja, es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass sie da jetzt irgendein Eisgebiet oder sowas haben. Ja, das ist dann doch ein bisschen abseits des Schusses. Aber ja, schon irgendwie auch Möglichkeiten zu haben scheinen, dass auch wirklich sich teilweise Klimazonen so ein bisschen zu ändern scheinen und dass auch wirklich die Temperatur schwankt innerhalb von Arealen. Und sie viel Leben hier unterbringen wollen. Ich glaube, da wäre einfach nur die Frage vom Doktor, ist es halt, weil die selber mit ihren Kräften das gemacht hat, oder ist es einfach so die Insel, wie sie vorgefunden haben?
Nun ja, das ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also seit der Götterdämmerung scheint diese Insel hier irgendetwas Magisches, Superiges an sich zu haben, sodass sie ein perfekter Nährboden für das, was wir hier machen, war. Aber wir haben natürlich auch in den letzten Jahren versucht, dass wir möglichst viele Leute, deren Fähigkeiten dazu passen, hier rangeholt haben und die in der Lage sind, durchaus auch die Umgebung zu ändern und gewisse Dinge auf super Art anzupassen. Fragt mich nicht, wie genau das funktioniert. Das ist irgendwie alles ja generell immer noch, selbst nach 5 Jahren, immer noch ganz schön abgefahren, was alles geht seitdem. Ja, deswegen wäre es okay, vielleicht eine Bodenprobe von verschiedenen Arealen nehmen könnte. Ja, natürlich. Dankeschön. Wird immer wieder, wenn sie halt irgendwas Neues uns zeigt, irgendwie ein ganz leicht anderes Gebiet, sonst würde ich immer so eine Bodenprobe nehmen oder Direkt mit so einem Bagger. Nein, eine kleine Regenzgenieße. Und am Ende ist die halbe Insel weg, die nimmt damit. Wenn es erlaubt, würde ich vielleicht auch, keine Ahnung, so ein bisschen Pollenproben vielleicht nehmen oder Pflanzenproben oder ähnliches, wenn ich darf. Pollenproben erlaubt sie, also Pflanzen irgendwie abzuschneiden oder so nicht. Dann nehme ich herabgefallene Blätter oder sowas. Ja, das geht. Okay. Also ihr seht auch, und vor allem du, Mechanikus, also es ist jetzt nicht so, als wäre das hier völlig technologiefrei in dem Gebiet, sondern dass sie durchaus, also sie scheinen halt sowohl irgendwie mit Superkräften als auch mit einfach ehrlicher Handarbeit zu arbeiten. Aber du siehst zum Beispiel auch so Sachen wie, dass über so Feldern, so Blumenfeldern und so einfach so wie so klitzekleine Drohnen zu fliegen scheinen, wo du von ausgehst, dass die eventuell zum Beispiel da, wo vielleicht noch Tiersorten fehlen oder nicht zur Verfügung stehen, dass eventuell zur Bestäubung genutzt wird. Und du siehst zum Beispiel auch so wirklich winzig kleine Drohnen, die aber, wo sich wie so eine Sprengelanlage draus ergießt, sodass halt wirklich aus so einem kleinen technischen Gerät halt riesige Flächen mit Wasser abgedeckt werden. Und das, obwohl halt, ja, da nicht der Platz wäre, damit das Wasser da drin sein könnte. Zum Beispiel, und siehst halt auch da, also da wurden irgendwie offenbar Technologien erfunden, um möglichst energieeffizient das ganze Gebiet hier zu versorgen. Oh, das ist ja... Wer kümmert sich denn hier um die technischen Sachen? Das steht ja hier alles... Greift ja alles Hand in Hand. Das ist ja voll gut. Das ist ja fantastisch. Also für die meisten pflanzlichen Angelegenheiten ist Nikesa verantwortlich und sie spricht sich dann regelmäßig mit Keanu ab und was für Technologien wir brauchen würden. Und ich glaube, er ist dann auch regelmäßig unterwegs, wie ihr vielleicht wisst, man unterstellt ihm ja, dass er so ein wenig nomadisch durch die Gegend ziehen würde. Und soweit ich weiß, ist er dann immer auf der Suche nach irgendwelchen Technologien, die er hierher bringen kann, um unser Leben hier noch weiter zu verbessern. Oh, okay. Also klar. Niki ist ja voll fantastische Arbeit, wie es scheint, auf den ersten Blick. Das ist ja phänomenal, dass das quasi auch so alles nur so wirkt, als würde das in der Natur eingefließen und nicht wie ein Fremdkörper, weil es ist ja nicht nur technisch Meisterwerk, sondern auch noch die Balance hält sich ja hier sehr schön und dass das alles in ein Bild passt und dass das Ganze mit der Technik vereint sich quasi. Das finde ich ja toll. Das finde ich auch echt schön hier. Also alles, was sie gemacht haben, Natur finde ich gut, die Verschmelzung mit Technologie. Schau mal, ich habe gerade drüben die Drohnen, wie das da das Wasser denn drüber machen und so. Das ist ja wirklich nicht gut. Wo kommt das ganze Wasser überhaupt her? Das muss ja faszinierend sein. Da würde ich gerne rein. Ich habe noch eine allgemeine Frage. Stimmt, zu der Mechanik wollen Sie irgendwas fragen, oder? Eher zu den finanziellen Mechaniken. In Afrika gibt es ja, soweit ich weiß, nur gar keine oder sehr, sehr wenige staatliche Förderung, sondern jeder der hiesigen Landbesitzer muss sich selbst darum kümmern. Woher The Diamond sein Vermögen hat, ist, glaube ich,
kein großes Geheimnis. Ähnliches gilt für die Countess. Aber wie macht Keanu das? Wie macht ihr das, um finanziell auch nur einigermaßen mithalten zu können? Nun ja, also zum einen versuchen wir, dass möglichst viel, was wir hier erschaffen haben, selbstversorgend ist nach einer gewissen Weile. Und ich glaube, da er es ja vorhin schon mal erwähnt hat, ist das jetzt kein Geheimnis mehr. Keanu hat einen Kontakt, der uns, wenn wir es benötigen, mit finanziellen Mitteln und Informationen unterstützen kann. Aber da er dazu noch nicht mehr gesagt hat, ist es, glaube ich, auch nicht an mir, da noch mehr zu sagen. Okay, dann werde ich da nochmal Keanu fragen müssen. Ich will, dass es einfach nur ein Geldbaum ist, der irgendwo rumsteht. Also lustig, ja. Aber die Währung ist irgendeine Währung aus einem Miniland, in dem nur 2000 Leute leben. Das heißt, die müssen das irgendwie alles über dieses Land abwickeln, mit dem eintauschen. Oh, super Inflation. Holy shit. Haben Sie diese Kontaktperson mal gesehen? Also, wie ist denn die drauf? Ist die nett? Sie ist etwas Einzigartiges, sagen wir es so. Okay. Jetzt bin ich neugierig geworden. Justice, nimm mich mal mit, wenn du nachfragst. Ich möchte jetzt auch wissen, wer die Person ist. Okay. Aber ihr seid auf jeden Fall finanziell, könnt ihr euch über Wasser halten und so. Ja, also wie gesagt, wir verfügen jetzt nicht über die Mittel, wie sie die anderen Anführer des Landes haben, und versuchen auch tatsächlich möglichst vom Rest von Afrika unabhängig zu bleiben, denn sie haben ja, soweit ich das erfahren habe, auch den Gentleman schon kennengelernt, der ja auch hier und da noch die Geldflüsse im Land überwacht und dafür sorgt, dass gewisse Gelder dort ankommen, wo sie ankommen müssen, und soweit ich weiß, sind wir von ihm völlig losgelöst. Oh, okay. Ich muss wow. Vom Gentleman. Wow. Das war ja, wie wir gerade gesungen haben, war ja fast so gut wie unser Intro. Das ist nicht mehr lustig. Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob die Reaktion ist, es ist lustig, oder ob man kommt, ja Leute, nee. Ist gut jetzt. Nein. Das ist bei uns ja noch nie passiert, also so rein hypothetisch. Nein. Ist das noch nie passiert. Rein hypothetisch. Oh no. Wir sollten einfach nochmal ein Intro abspielen, damit die Leute Zeit haben, drüber nachzudenken. No. Können wir halt zum Ende kommen einfach? Ja. Bis zum nächsten Mal. Nein, gleich. Ja, und sie würde euch dann halt, wie gesagt, so solange ihr das möchtet. Also ihr könnt natürlich nicht die ganze Insel abdecken in der Zeit, nicht? Aber ja, euch da so ein bisschen rumführen und erzählen und so weiter und so fort. Ja. Ich würde noch fragen, ob mit den Adlern wir noch mal rumfliegen dürfen irgendwie, oder und ich würde fragen, ob sie vielleicht haben, ob die Adler Federn fallen lassen, ob ich vielleicht eine Feder bekommen könnte. Also fliegen könnt ihr bestimmt noch mal mit denen, da müssten wir halt da hoch und Marina fragen. Und ich denke, dass da oben auch einiges an Federn sein sollte. Darf ich denn vielleicht davon einen mitnehmen? Das musst du am besten Marina fragen. Okay, dann frage ich sie mal, wenn ich da wieder hochkomme. Leute, habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir wieder nach oben müssen. Ein Fahrstuhl oder so habt ihr nicht? Nein, also wir könnten, ich könnte natürlich wie vorhin die Adler auch nochmal rufen. Aber ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich vorhin auch schon etwas nervös war, was
die Adler angeht, und ihr müsst wissen, sie sind manchmal recht launisch und sie mögen es nicht, wenn sie für sinnlose Flüge herbeigeholt werden. Und ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie manchmal launisch sind. Also meiner war sehr nett. Und ich weiß nicht, dass ob sie das als einen unsinnigen Flug erachten würden. Naja, aber wir wollen ja vielleicht auch nicht ihre Gastfreundschaft überstrapazieren, wenn sie schon sagen, das ist... Ich schaffe das schon, da hochzuklettern. Vielleicht einfach, vielleicht kann Jack dir ja helfen. Dann schaust du Jack. Jack. Ich wollte gerade sagen, du und Richard merkt so ein Packen an der Schulter und plupp. Oder ihr... Gut, hat sich erledigt. Ihr spürt eine Hand auf der Schulter und plötzlich seid ihr 2 Kilometer in der Luft. Und falsch. Ich habe euch auf die richtige Höhe gebracht. Aber nur direkt über mir. Damit die Adler es nicht als sinnlosen Flug ansehen. Oh. Gut, also du... Tatsächlich würde ich mir aber gern das Höhlensystem angucken auf Madagaskar. Wir sind auf Madagaskar? Was? also so generell oder von da ausgehend, wo ihr vorhin rein seid? So generell auf der Insel. Okay. Du hattest irgendwie sowas in dem Sinne von Heimlichkeit oder sowas, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, würfel da mal drauf. Also, du hast es jetzt hochteleportiert zu den Adlern und dann bist du weiter oder wo bist du jetzt? Erstmal wieder in die Höhlen teleportiert. Zu unserer Reiseführerin. Mhm. Okay. Und ihr dann halt gesagt, dass ich ganz gerne mal die Höhlen erkunden wollen würde. Ach so, meinst du das? Okay, ja. Nee, ja. Dann brauchst du auch nicht drauf würfeln. Dann ist... Okay. Ich dachte, du möchtest auf eigene Faust heimlich, gucken, nö, was nö. Da ist. Nee, dann, ja, das können wir machen. Ich glaube, so viel haben wir da gar nicht, aber wir haben natürlich auch einiges an Höhlen für die Erdbewohner hier auf der Insel oder unterirdischen Bewohner ausgearbeitet und ja, würde euch dann, oder die mitkommen wollen, also ob Mechanikus, Mechanikus wurde ja hochgeworfen. Also wenn Justice mitkommen möchte? Jack hat Richard und mich hochgefordert. Ach, Richard und dich, okay. Dann, also ja, wenn ihr mitkommen wollt, würde sie euch da dann auch noch hinführen. Und ja, also ihr seht, dass, was sie euch zeigt, ist, dass es immer mal so Höhleneingänge gibt und man dann ja in so kleine Höhlensysteme kommt, die ja dann auch immer relativ in sich geschlossen sind und auch hier... ja, verschiedenste Sorten von Pilzen und Wurzeln und so weiter sind. Du hast aber nicht den Eindruck, Jack, dass es irgendwie so ist, dass die ganze Insel im Untergrund ausgehöhlt wäre oder ein Höhlensystem hätte oder irgendwie sowas ähnliches, sondern eher immer so in den verschiedenen Arealen, erklärt sie dann auch, sind es dann quasi immer noch so kleine unterirdische Reiche für die Bewohner, die das sozusagen brauchen. Mhm. Haben sie Riesenmaulwürfe? Sagen wir ja. Yeah! So ist der Berg entstanden. Genau, das ist eigentlich nur aufgehäufte Erde. Ja, und also Richard, der Doktor, werden da hochgeborbt. Ihr guckt euch da unten um. Und ja, Lamour und Dudley, ihr werdet von Keanu wieder in das Schlangenmaul geführt und dann quasi dort, wo er euch empfangen hat, dran vorbei und ihr seht, dass sich da ja so ein Tunnel hinter seinem Beratungstisch da weiter in den Berg hinein führt, der irgendwann zu einer ja, zu so einer Öffnung führt und ihr seht schon, dass bis hier der Weg war völlig steinig ja, ebenso wie man es erwarten würde, wenn das so ein Pfad in einem Berg ist, also felsig. Und ihr seht schon, dass aus dieser Öffnung, die ihr da seht, dass da schon so Gras rauswächst und es wieder ja, besser vegetiert wird, das Ganze. Und ja, Keanu bleibt noch einmal kurz stehen und sagt, ich bitte im Voraus um Nachsehen, die
Person, die ich euch jetzt vorstellen werde, ist zwar sehr wichtig für uns, aber auch etwas speziell, würde ich sagen. Ich bitte nicht zu erschrecken, allein schon optisch. Ach, das wird schon gut gehen. Mach dir da keine Sorgen. Wir haben es bisher in dieser Gruppe überlebt, da sind wir. Okay, und so hässlich sind wir doch alle gar nicht. Ja, dann, dann tritt er ein und ja, ihr seht wirklich einen ziemlich großen Höhlenraum, der auch ja, recht dicht bewachsen ist. Also ihr hört auch so ein bisschen Wasser plätschern. Am Ende dieser Höhle scheint auch irgendwie so ein kleiner, ja, weiß ich nicht, Teich oder so zu sein. Und es stehen Bäume hier und da und Büsche und Pflanzen und alles Mögliche. Ja, und abseits von Lampen an der Decke seht ihr jetzt hier nichts, was in irgendeiner Form diesen Pflanzen Sonne geben würde. Sodass sie hier eigentlich gedeihen könnten. Und ja, in einiger Entfernung seht ihr eine Person, die dem, was euch ein gewisser Rupert Murphy beschrieben hat, relativ ähnlich ist. Also eine Figur, die zwar ein menschliches Äußeres hat, aber wie so eine Teergestalt ist. Also dass ihr seht, dass quasi die ganze Zeit, ja, es wie so eine schwarze Flüssigkeit ist, die durcheinander fließt. Mit der kleinen Ausnahme als einzige farbliche Änderung, dass so, ja, inmitten dieser Teergestalt vorne an der Brust auf der linken Seite, ja, so ein kleines, güldenes, wie so ein Stofftaschentuch, ja, in dieser Person zu stecken scheint. Und, ja, mit diesem Anblick hört ihr nur noch... Die Intro-Musik. Achso. Nein, hört ihr nur noch ein... Die Outro. Guten Tag, Mortimer von Piskenbruck, mein Name. Mit wem habe ich die Ehre? Und damit beenden wir die heutige Folge. Oh, sehr gut. Outro. Oh, Leute. Nein, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Tschüss. Ciao.